Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es wieder um ein Achievement aus dem BG Tiefenwindschlucht. Und zwar gibt es da ja seit 8.3 war es, ein neues BG und dementsprechend gibt es auch neue Achievements. Heißt, die haben das BG ein bisschen abgeändert. Jetzt hat man hier keine Lore mehr, sondern ganz normal 5 Basen wie Narati. Und wir wollen uns heute ein Achievement angucken. Und zwar schimpft sich das ordentlich eingeschenkt und hierfür müssen wir ein Gebräu trinken und nachdem wir ein Gebräu getrunken haben, 150 ehrenhafte Siege erwirtschaften. Hört sich jetzt schwierig an, ist es aber nicht und zwar könnt ihr das auf XBGs verteilen und da es ja hier auch ein neues 100 Win Achievement gibt, ist es eigentlich innerhalb dieses Achievements relativ leicht erspielbar. Was müssen wir jetzt genau machen? Und zwar, das BG startet, wir laufen hier einmal in die Mitte, also ihr seht, ich bin hier in der Mitte beim Markt. Und hier oben am Rand ist so ein kleiner Tisch und auf diesem Tisch sind Getränke. Die klicken wir an. Dann gibt es hier einen Buff, der 15 Minuten hält. Und jetzt müssen wir gegnerische Spieler umboxen. Für jeden Spieler, den ihr umgeboxt habt, geht der Counter quasi einmal hoch. Und wenn ihr dann insgesamt 150 umgehauen habt, passt es. Ihr könnt, wenn ihr gestorben seid, ist der Buff leider wieder weg. Also heißt, ihr müsst dann dementsprechend euch den Buff nochmal holen oder halt im nächsten BG das Ganze nochmal holen und die 150 auffüllen. Wie gesagt, das Achievement kriegt ihr easy zusammen, bis ihr eure 100 Wins zusammengefarmt habt, das ihr natürlich dann wiederum braucht hier fürs Meta-Achievement. Und ja, es gibt auch tatsächlich ein neues Meta-Achievement in der Tiefenwindschlucht. Wenn ihr das alte erspielt habt, gibt es jetzt quasi ein zweites dazu, wo ihr dementsprechend die neuen Achievements aus 8.3 erspielen könnt. Das war es eigentlich schon soweit zum Achievement Guide. Ich zeige euch nochmal kurz, wo der Tisch ist, also hier hinten. Und dann sind wir hier unten etwa bei den Koordinaten 49, 54 auf der Map von der neuen Tiefenwindschlucht. Ja, das war es mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.